Es geht um die Aufgabe Behälter aus Stahlband auf der Folie 20. Die Aufgabenstellung besagt, dass wir die Normalspannung Sigma N senkrecht zur Schweißnaht bestimmen sollen. Ja? So direkt schnell kommen wir da nicht dran. Wir können aber, weil wir die Hauptspannungen gegeben haben, schon mal den Mooreschen Spannungskreis zeichnen und dann von da aus uns den Winkel angucken. Also mein Programm ist folgendes, ich zeichne den Mooreschen Spannungskreis, ich gucke, was entspricht am Mooreschen Spannungskreis welcher Raumrichtung und dann drehe ich um zweimal 34 Grad. Mooreschen Spannungskreis wird jetzt erstmal gezeichnet. Dazu brauche ich, wie immer, Sigma M und den Radius. Sigma M kann man hier sofort ausrechnen. Die Hauptspannungen sind 80 und 160. Sigma N muss dazwischen liegen und das sind 120 Megapascal. Der Radius selber wird dann auch nur 40 Megapascal groß sein. Das liegt einfach daran, dass die beiden Hauptspannungen bei 80 und bei 160 liegen. Wenn das hier Sigma 1 mit 160 Megapascal ist, dann haben wir in der Mitte na ungefähr Sigma 2 mit 80 Megapascal. Typisch eben für so einen zylindrischen Druckbehälter. Dann muss unser Sigma M genau in der Mitte sein und der Radius ist eben hier die 40 Megapascal. Das schafft mir einen Mooreschen Spannungskreis, der ungefähr so aussieht. Jetzt habe ich den ersten Schritt erledigt, jetzt kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist der, dass ich gucke, wo ist hier die X-Richtung, wo ist die Y-Richtung. Da ich weiß, dass die größere der beiden Spannungen in welche Richtung zeigt? Y. Ja, die Tangentialspannung ist die größere Spannung. Die ist doppelt so groß wie die Axialspannung. Dann ist die Spannung hier die in X, in Y-Richtung. Also kann ich davon ausgehen, dass das hier die Y-Richtung ist. Und dann muss umgekehrt das hier die X-Richtung sein. Entsprechend. Das war der zweite Schritt, dass ich jetzt den Raum da rein interpretiere. Jetzt geht der nächste Schritt dahin, den Winkel rauszusuchen. Dazu muss man sich jetzt etwas genauer die Zeichnung angucken. 30 Grad, die 34 Grad, die finde ich zwischen N und der waagerechten. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder von Sigma A 34 Grad nach links gehen, also gegen den Uhrzeigersinn, dann bin ich bei Sigma N. Oder ich nehme Sigma T und gehe dann 90 minus 34, also die Differenz, gehe ich nach rechts. Dann bin ich auch bei Sigma N. Wir werden beides mal ausprobieren. Der erste Fall war, ich schaue mir Sigma A an. Sigma A, haben wir gesagt, ist die kleinere Spannung. Das ist hier Sigma 2. So. Ich müsste von Sigma A, das geht in die Waagerechte, um 34 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. 34 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Das sind 2 mal 34 ist ungefähr 70. Um das so abzuschätzen, dann bin ich ungefähr hier. So. Ja, das sind diese Richtung gegen den Uhrzeigersinn 2 mal 34 Grad. Dann hätte ich hier einen Punkt. Ich könnte aber auch, das war die zweite Alternative, mich an der Tangentialspannung orientieren. Das ist die, die doppelt so groß ist. Das wäre hier Sigma T. Dann müsste ich aber in der Skizze im Uhrzeigersinn und das zweite ist nicht 34 Grad, sondern die Differenz zu 90 Grad. Das heißt, ich müsste also im Uhrzeigersinn drehen, Uhrzeigersinn um zweimal, der Winkel ist dann 90 Grad minus 34 Grad. Das könnte ich auch machen, dann käme ich auch an diesen Punkt. Das war das Schwerste an der ganzen Aufgabe. Der Rest ist dann wieder Standard. Das heißt, ich gehe jetzt zu diesem Punkt PN von mir aus und schaue mir an, ja, wo liegt denn der entsprechende Sigma-Wert, wo liegt der entsprechende Tau-Wert. Das hier wäre jetzt Tau N und hier das wäre Sigma N. Um dahin zu kommen,
verwende ich einfach wieder meine übliche Technik. Man zählt ja immer vom Koordinatenursprung aus. Ich würde also dieses Sigma n dadurch kriegen, dass ich sage, ich nehme erstmal Sigma m Mittelwert und ziehe davon diese Ankathete von diesem Dreieck wieder ab. Das würde bedeuten, Sigma n ist gleich erstmal Sigma m. So, da bin ich schon mal von 0 bis hierhin gekommen. Und jetzt muss ich zurück. Das hier ist ja der Radius. Und vom Radius den Cosinusanteil. Also minus Radius mal Cosinus. Ich nenne das einfach mal 2 Phi. In unserem Fall wären das 120 Megapascal minus der Radius sind 40 Megapascal mal Cosinus von 2 mal 34 Grad. Ich könnte auch schreiben 120 Megapascal plus 40 Megapascal und dann nehme ich den Cosinus von 2 mal 90 minus 34 Grad, wohl wissend, dass das hier kleiner als 0 ist. Das geht auch. Dann darf ich aber hier nicht mehr das Minus stehen haben. Dann muss das Plus bleiben. Was kommt hier raus für Sigma n? Es müsste ein Wert sein, der auf jeden Fall größer als 80 ist, aber kleiner als der Mittelwert von 120. 105 Megapascal. Das wäre unser Sigma n. Damit hätten wir die Aufgabe A. Jetzt kommt der leichte Part. Jetzt soll auch noch das Tau n berechnet werden. Gesucht ist Tau n. Hier in der Skizze sehen Sie schon direkt, wie man das Tau n erhalten kann. Genau, das ist einfach nur die Höhe dieses rechtwinkligen Dreiecks. Das ist R mal Sinus. Ja, 2 Phi muss ich ja hier hinschreiben. Ne? Das wäre in unserem Fall gleich 40 Megapascal mal Sinus von 2 mal 34 Grad. Das sind 60, 68 Grad. Und damit haben wir auch das zweite Ergebnis. Tau n ist gleich, es muss also kleiner als der Radius sein, kleiner als 40 Megapascal ist es ja, wenn ich das mit einem Sinus multipliziere, 37 Megapascal. Damit hätten wir auch B gelöst. Jetzt die letzte Frage. Die beiden Spannungen Sigma P und Tau P, also die Spannungen, die sich auf die Schweißnaht beziehen. Gesucht Sigma P, haben wir gesagt. Das wäre von der Y-Richtung gegen den Uhrzeigersinn die 34 Grad. Ich gehe hier rein und gucke, wo ist hier die Y-Richtung? Rechtseck. Und von da aus gegen den Uhrzeigersinn 2 mal 34 Grad. Ja, das wäre dann ungefähr hier 2 mal 34 Grad. Das ist der Wechselwinkel, ne? Stimmt. Aber das kann man nicht gut erkennen hier im Moment. Hätte man also direkt sagen können, diagonal gegenüber dem Punkt Pn, denn diese Richtung P ist ja auch senkrecht zu der Richtung n. Also ist das Pp. Und daraus kann man sofort eine Größe auswendig hinschreiben. Nicht? Tau P, ganz genau. Ja? Denn Tau P ist gleich, und hier habe ich einen Fehler gemacht. Das war nicht ganz korrekt. Ich muss hier die Minus davor setzen. Minus, weil wir ja unterhalb der Sigma-Achse sind. Und hier oben ist der Unterschied eben, dass da ein Plus vorsteht. Also plus 37 Megapascal. Ich schreibe mal hin. Aus Symmetriegründen. Aber Sigma P bleibt noch übrig. Wie kann ich Sigma P ausrechnen? Das wäre mit dieser Wert. R mal Cosinus 2 R mal Cosinus 2 Phi bin ich völlig mit einverstanden. Und davor, was war davor? Sigma M. Korrekt. Das rechne ich jetzt mal hier weiter aus. Sigma P ist gleich. Sigma M sind 120 Megapascal plus 40 Megapascal. Das aber mal Cosinus von 68 Grad. Und damit kriegen wir ein Sigma P von 135, haben Sie gesagt? Ungefähr, ne? Megapascal.